Bonjour de la Music Interview Corner. Aujourd'hui avec Sass. Bonjour Sass. Hallo. Hallo aus der Music Interview Corner. Heute mit Halloween. Ich bin hier mit Vaiki und Andy. Hi. Guten Tag. Cool, dass ihr Zeit habt, Jungs. Gerne, immer wieder. Ja. Eigentlich haben wir gar keine Zeit. Ach so. Das machen wir nur, weil wir dich nun schon kennen. Ja, ich habe mir auch extra so schöne Strümpfe heute angezogen für dich. Deswegen sind wir sitzen geblieben. Oh, wow, hat funktioniert, das muss ich mir merken. Aber eine Sache muss ich dich unbedingt noch fragen. Du hast ja bei unserem letzten Interview gesagt, dass du halt Strumpfmodenfotograf werden wolltest. Ja, das war ja auch noch das. Ja, und dass es nicht ging, weil du damals kein Geld hattest für die richtige Kamera und die richtige Beleuchtung. Könntest du dir denn jetzt vorstellen, das nochmal wieder aufzunehmen und diesen Traum dann doch zu verwirklichen? Nee, auf gar keinen Fall, weil ich glaube, irgendwie da gibt es einfach Leute, die das viel besser könnten als ich. Ich sehe Munelli als Emma. Oh, okay. Sie meinen Sohn Kanzler. Noch nie. Jetzt haben Sie es besser, Emma. Ja, Torella, nützte Emma und Taureli den Mund. Oh, weiter, kiss. Wo denn, ob lebele du, ob Thelsen vor Outlaw Gentlemen and Shady Ladies? Puh, den var hård. Nej, vi gjorde, som vi sådan set altid har gjort, hvilket er at få trommesporet ned før. Also als ich meine ersten Worte gesagt habe, hat meine Mutter mir zumindest erzählt, habe ich schon immer gesungen und wollte auch immer Musiker werden. Also deine ersten Worte waren nicht Mama, sondern Mama, ich werde Musiker. Nein, meine ersten Worte, die waren Mr. Lover, Lover. Das glaube ich dir sogar. It wasn't me. Souviens le nom Sass. D'où vient ce nom? C'est mon surnom, c'est Isabelle Zaz. Merci beaucoup, Zaz. Ben, c'est moi. Yeah, bonne chance pour l'avenir. Merci. Yeah. Au revoir.